Moin moin und herzlich willkommen. Champions League Achtelfinale Hinspiel. Manchester City empfängt den FC Barcelona. Ja, auf dem Papier ist das ein Riesenspiel. Manchester City ist in der Gruppe mit dem FC Bayern München leider nur Zweiter geworden. Aus diesem Grund kriegen sie einen Gruppensieger. Das ist in diesem Falle der FC Barcelona, der ihnen hier zugelost wurde. Und heute Abend am 18. Februar ist es soweit. Die Partie Manchester City gegen den FC Barcelona. Es ist eine Riesenpartie, habe ich ja schon erwähnt. So, hier der Schiedsrichter Shane McDonnelly aus Schottland. Kommen wir zur Startaufstellung bei Manchester City. Es gibt hier nahezu keine Überraschung. Sie spielen eigentlich wie immer vorne drin mit Aguero und Dzeko im typischen 4-4-2-System, wie Manchester City das schon die ganze Saison macht. Der FC Barcelona, auch hier gibt es keine Aufstellung. Messi spielt, Neymar spielt, Xavi, Piqué, Victor Valdes im Tor, alle sind sie dabei, keiner verletzt. Auch Barcelona, die allerdings im 4-3-3-System, kann aus dem Vollen schöpfen. Es wird also eine spannende Partie. Der FC Barcelona von Beginn an gleich mit mehr Ballbesitz. Aber die erste Tormöglichkeit hier durch Dzeko. Immer noch Dzeko am Ball und dann der Pass auf Iniesta, wieder Dzeko. Und hart mit der ersten Parade. Hier nochmal, Dzeko wird nicht richtig angegriffen. Und dann das Ding hätte gepasst. Dann die nachfolgende Ecke. Es wird nochmal gefährlich. David Silva wird sie ausführen. Und wieder Joe Hart mit einer Parade. Also Manchester City beginnt hier überraschend stark. Außer Ballbesitz bei Barcelona bisher nichts gewesen. Wieder Manchester City mit Zabaleta. Immer noch Zabaleta. Legt den Ball zurück auf Fernandinho. Der mit der Flanke. Nein, wird abgefälscht. Und es gibt wieder Eckball für Manchester City. Und wieder wird David Silva ausführen. Und dann der Nachschuss im Abseits. Dann war auch Halbzeit. Ja, viel mehr kann ich euch aus der ersten Halbzeit dieser Partie leider nicht zeigen. Außer viel Ballbesitz bei Barcelona nicht gewesen. Manchester City mit zwei Torschancen, wenn man diese denn so nennen kann. Und die zweite Halbzeit begann recht ordentlich. Manchester City machte gleich von Anfang an Dampf. Wollten zeigen, wir sind hier zu Hause. Das ist unser Stadion. Ihr gewinnt hier nicht. Jordi Alba gegen Jesus Navas, Flanke auf Dzeko und da ist es, das 1:0 für Manchester City. 48. Spielminute, Dzeko, der ehemalige Wolfsburger, mit dem 1:0 in diesem Champions League Achtelfinale. Hier nochmal die Wiederholung, schöne Flanke und dann sind alle drei Barca-Spieler machtlos. So, Barcelona versuchte jetzt, Iniesta, immer noch Iniesta, spielt den Ball ab. Neymar mit der Flanke auf Iniesta und da ist es 1:1 in der 51. Spielminute. Das Tor für Barcelona, sehr überraschend. Hier nochmal Neymar, dann die Flanke mit seinem linken Fuß auf Iniesta und Joe Hart chancenlos. Ja, überraschenderweise, wie gesagt, denn Manchester United hatte viel, viel mehr vom Spiel. Hier wieder Jesus Navas. Immer noch Jesus Navas am Ball. Legt den Ball ab. Auf. Mann, Mann, Mann. Also Manchester City hier viel näher dran an der Führung als Barcelona. Aber Achtung, was passiert jetzt? Xavi am Ball. Messi, Lionel Messi mit der Flanke, mit dem Pass auf Pedro. Der in die Mitte und... Was ist denn hier? Was ist... Oh, Tor, Eigentor von Kompany. Wer konnte denn das passieren? Hier nochmal Messi auf Pedro und dann Kompany. Der Ball war im vollen Umfang hinter der Linie. Sieht man aus dieser Perspektive nicht mehr. Aber das Ding zählt. 2:1 Barcelona. Unverdient bis hierhin. Jetzt wieder Manchester City im Angriff. Mascherano. Masri. Dann wurde nochmal gewechselt bei Manchester City. Klischee. Hatte bislang ein gutes Spiel gemacht, durfte sich jetzt seinen Beifall abholen.
und ins Spiel kam für ihn Milner, James Milner, der zweite Engländer auf dem Platz. Nochmal ein langes Ding von Joe Hart. Und dann war auch Schluss. Barcelona gewinnt hier 2:1 auf der Insel in England bei Manchester City. Und ja, im Rückspiel muss Manchester nach Barcelona. Da wird es dann für City richtig schwer, dieses Spiel nochmal zu drehen. Allerdings heute der FC Barcelona schwächer gewesen, mehr Ballbesitz, konnte am Ende aber glücklich gewinnen. Ja. So Leute, ich hoffe, diese kleine FIFA-Prognose mit mir als Kommentator hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei, dort gibt's mehr. Das Rückspiel werde ich natürlich auch noch für euch machen. Und jetzt oder in den nächsten Tagen wird es noch weitere Champions League-Spiele aus dem Achtelfinale geben. Als FIFA-Prognose von mir zusammengefasst, zusammengeschnitten und kommentiert. Viel Spaß in den nächsten Tagen. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.